Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Oliver und ich telefoniere zum Ihnen, weil Sie auf unserer Plattform registriert sind geblieben. Ihnen war Bitcoin interessant. Ah, ich geklicken da auf Bitcoin da mit dem Geld 200. Ja, und das ist noch korrekt? Kann ich Ihnen kleine Informationen geben? Ja, korrekt ist noch in Ordnung. So, ja, kann ich machen tun. Hallo Freunde, es ist wieder soweit, ein neues Video ist da und gleich wieder mit geballter Power und drei verschiedenen Gesprächen aus drei verschiedenen komischen Callcentern. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesen drei Telefonaten. So, auf unserer Plattform, ja, Sie können Manipulation machen mit Krypto. Manipulation? Wen manipuliert man denn da machen tun? Wann auf heute Bitcoin kostet 39.000 Dollar, ja, und zum Beispiel morgen schon werden 41.000 Dollar. Okay. Sie können auf diese Manipulation ja schon Geld verdienen. Klingen ganz gut interessant, ja. Kaufen und heute verkaufen. Was? Wie bitte? Ja, das klingen sehr gut interessant. Ja, und wir bieten ja für unsere Kunden zwei Varianten. Arbeiten mit Roboter oder arbeiten mit unserem Fachmann. Ja. Mit Roboter, Sie können haben bis 30% von Ihren Einzahlen. Und mit Fachmann, Sie können haben bis 45%. Ja? Ja. Aber Fachmann, das ist für Leute, welche haben viel Zeit und möchten lernen. Ja? Wie funktioniert das? Ja. Verstehen Grafik, wann kaufen, wann verkaufen und so weiter, ja. Fachmann, das ist man, welche werden kontaktieren mit Ihnen alle Zeit. Wann werden gute Situationen, diese Mann telefonieren zu Ihnen und sagen, Sie müssen jetzt kaufen oder Sie müssen jetzt verkaufen. Ja, verstehen Sie? Guten, fein, toll. Und für Ihnen, was ist besser, Roboter oder Fachmann? Wie denn? Was ist interessant für Ihnen? Roboter oder Fachmann? Geht da beides? Ich weiß nicht, was. Mit Roboter, ja, Sie können. Roboter braucht nicht viel Arbeit. Sie müssen nur morgen anmachen und auch abends ausmachen. Okay, guten. Und mit Roboter? Ja. Machen tun. Aber auf welches Fall? Ja, zum Ende werden unsere Fachmann telefonieren und sagen, wie mit diesem Roboter arbeiten. Fein tun sollen. So. Und Ihnen ist nur Kryptowährung interessant oder anderes auch? Nee, ich nehme auch anderes. Also ich nehme alles, was ich da so haben kann, weil wenn es günstig ist und billig, dann kann man das ja mal machen. Und wann möchten Sie ja schon Geld investieren? Wir können heute Ihr Konto aktivieren und dann zum Ihnen, ich mache Ihnen ja Termin mit Fachmann und Sie werden schon mit Fachmann kontaktieren. Guten. Und kann ich auf Ihre E-Mail-Adresse Ihr Konto ja schicken? Kann man schicken machen tun, ja? Für Ihnen? Kann man machen tun, schicken. Wie besser ist für Ihnen? Durch Konto bezahlen, ja, mit Visum oder Mastercard, oder ich kann Ihnen unsere Überweisung schicken. Schicken? Ja, machen tun. Was schicken? Ja. Überweisung? Ja. Gut. Und dann, ich schicke jetzt Ihnen unsere Überweisung und ich mache Ihnen Termin auf morgen. Um wie viel Uhr Sie können Bezahlung machen? So gegen 26 Uhr. 26? Ja, du gehören? Apfel? Nein, um wie viel Uhr? Ach so, ja, da gestern bis welcher Zeit, ja, Sie können schon Bezahlung machen. Ja. Darf man von den Zeugen Jehovas eigentlich auch einzahlen? Ja? Weil ich hab da Angst wegen dem Online-Handel, nicht dass der Teufel kommt, sonst komme ich ja nicht mehr ins Paradies. So, gucken Sie, ja? Ja, gucken. Das ist alles sicher hier. Ja. Weil Sie investieren Ihr Geld, ja, auf Börse, auf welcher Sie werden
arbeiten. Ihre Geld, wann werden Sie mit Bitcoin arbeiten? Ihre Geld werden auf Bitcoin. Gut, gut. Ja? Verstehen Sie? Nee. Und Ihre Geld werden schon von Bitcoin, ja? Wann Bitcoin werden mehr und dann Sie werden mehr Geld haben. Wann okay. Und wie viel mehr Geld kann man da haben tun machen werden? Wie bitte? Wie viel Geld kann man da haben tun machen werden? Ich Hallo? Nicht verstehe. Wieso nicht? Bisschen langsam. Langsam? Ja, bisschen langsam sagen. Bitte. Haben Sie da Erfahrung? Ich? Ja. Ich habe ein bisschen Erfahrung, ja. Ja. Aber ich bin nicht Fachmann, ja. Fachmann, das ist schon Analytik, welche lange Zeit diese machen. Okay, und haben Sie da eine gute oder eine schlechte Erfahrung? Mhm. Okay. So, und dann? Und wie geht es Ihnen heute? Wie bitte? Wie geht es Ihnen heute? Gut. Gut, okay. Haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Mit Mastercard werden schneller, ja. Wann möchten Sie mit Mastercard, ja? Soll ich Ihnen dabei helfen, das Konto zu aktivieren? Ja, ich kann Ihnen helfen, kein okay. Problem. Also haben Sie Erfahrung im Online-Trading? Ja, okay. Ich habe schon, ja. Wissen Sie eigentlich, wo ich meinen Snickers hingelegt habe? Weil heute ist der Tag, an dem mein Snickers verschwand. Mhm. Ich kann Ihnen ein bisschen kleine Information noch geben, wann müssen Sie, ja? Okay. Normalerweise, ja, für Bitcoin ist 41.000 Dollar. Das ist der normale Preis für Bitcoin. Ja, das ist in Ordnung. Am besten, ja, Preis werden auf Bitcoin, das ist 55.000 Dollar. Das ist am größten, ja. Okay, das klingt entzückend. So, warten Sie bitte eine Minute. Jetzt, ich mache für Ihnen ein Konto, ja? Ja. Und ich schicke auf Ihre E-Mail-Adresse. Okay, warten Sie bitte einen Moment. Da warte ich natürlich sehr gerne. Tja, und dann war unser Intelligenzquotient einfach verschwunden und hat sich nicht nochmal gemeldet. Tja, so ist das halt aus so einem Betrüger-Callcenter. Schade, schade. Aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Hallo? 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 Ja, wen habe ich denn da? Raulis, kannst du mich hören? Wen möchten Sie denn sprechen? Lilly, die schöne Lilly. Ja, Lilly, lebst du am Apparat? Lilly ist am Apparat? Ja. Okay. Wir haben schon einmal gesprochen. Kannst du dich erinnern? Nee. Das war schon vor ein paar Tagen. Okay. Sie haben an den Tag Spaß gehabt. Das war schön bei Ihnen. Okay. Wie geht's dir heute? Entzückend. Bitte? Entzückend. Entzückend? Und bist du alleine zu Hause? Nein. Nein? Mit wem denn? Was? Mit wem bist du? Mit Pocahontas. Soll ich bei dir kommen? Nee. Nee? Aber du hast so schöne Stimme, so erotisch. Ja. Hast du, ne? Natürlich. Und ich kann nicht vorstellen, wie sie sich aussieht. Ich sehe aus wie ein Honigtöpfchen. Bitte? Ich sehe aus wie ein Honigtöpfchen. Noch einmal, bitte. Honigtöpfchen. Sind Sie hübsch oder nicht? Aber natürlich. Natürlich, sehr hübsch? Ja. Okay. Okay, schön. Und wir möchten, dass Sie diese hübsche Frau und so wie Sie bei uns arbeiten und Profite machen. Okay. Möchten Sie das auch? Natürlich. Okay. Öffnen Sie einen Computer, damit wir das Konto aktivieren. Ich habe doch nie einen Computer geöffnet. Wie macht man das? Schreiben Sie beim Google. Wie denn? www. Soll ich mit dem Schraubenzieher ins Gehäuse kratzen, oder wie? Bitte? Soll ich das mit dem Schraubenzieher ins Gehäuse kratzen? Ja. Okay.
hast du jetzt angemacht? Ich suche doch einen Schraubenzieher. Restaurant noch? Wie alt sind Sie? 29. 29, ja. Hast du jetzt die Computer angemacht? Ich suche doch einen Schraubenzieher. Sie wissen schon, wo Google steht, ja? Na, ich soll's doch aufs Gehäuse kratzen. Da steht ja noch nichts. Ich suche ja noch den Schraubenzieher. Okay, was für ein Handy hast du? So ein Smartphone. Ja, was? iPhone? Also, oder Samsung? Na, das mit dem Apfel. Ein Apple, ja? Apfel, ja. Okay. Kannst du ganz kurz beim setzen Sie mich auf Lautsprecher? Oder haben Sie mich schon gesetzt? Natürlich. Okay, gehen Sie beim App Store. Beim was? Beim App Store. Was ist das? Da, wo Sie die Apps herunterladen. Ach so. Ja. Da, wo ich die Äpfel runterlade. Da muss ich jetzt mich anziehen und dann zum Horst rüberfahren, oder wie? Nee, einfach nur öffnen Sie App Store. Ich denke mal, Sie haben irgendwas herunterladet. Also, ich denke mal, Sie nutzen auch Snapchat oder Instagram. Posten Sie da schöne Bilder, ja? Nee. Wie haben Sie Instagram herunterladet? Was? Wie haben Sie Instagram herunterladet? Welchen Islam? Ich gehöre nicht zum Islam. Okay. Gehen Sie beim App Store. Was ist das? Da, wo Sie die Apps, die Programme herunterladen. Ja. Gehst du da? Nee. Wieso nicht? Na, ich weiß nicht wo. Schau mal, was siehst du in deinem Handy? Welche Programme hast du da? Wie jetzt? Bitte? Was denn? Was siehst du bei deinem Handy, bei deinem Bildschirm? Da als Hintergrund, oder wie? Ja. Da habe ich ein Stillfoto. Und dann, welche Apps hast du da? Welche Apps? Vom Hagebaumarkt habe ich die Sammel-App. Okay. Benutzt du WhatsApp? Nee. Benutzt du nicht? Telegram. Hast du Snapchat? Nee. Telegram. Was hast du denn? Telegram. Außer Telegram, was hast du? Nix. Wie hast du Telegram herunterladet? Wie denn? Wie hast du denn herunterladet, installiert? Wie hast du das gemacht? Gar nicht. Das hat mir der Eberhard gemacht. Und diese Stimme hast du selber oder machst du so? Was? Oder bist du Schauspielerin? Nee, Travestiekünstler. Diese Stimme hast du immer gehabt? Ja. Okay. Darf ich dir eine Frage stellen? Es ist ein bisschen privat, diese Frage, aber... Nein. Darf ich das stellen? Nein. Wieso nicht? Das möchte ich nicht. Aber das ist eine gute Frage, ist ein bisschen lustig. Nee. Wie viel Mal hast du Sex pro Tag? Geht dich das an? Willst du nicht sagen? Das geht dich doch nichts an. Bist du sehr hübsch? Ja. Sehr, sehr. Wie ein bunter Schmetterling. Bitte? Wie ein bunter Schmetterling. Ja? Ja. Oh. Und hast du einen Freund? Was? Hast du einen Freund? Ach, den Eberhard. Bitte? Den Eberhard. Noch einmal. Ja, den Eberhard. Den Eberhard? Ja. Den hast du? Ja, den Eberhard. Wer ist der Eberhard? Ja, der Eberhard, der ist auch da. Der ist auch da? Ja. Geh mal den Telefon weiter. Nein. Ist doch nicht.
Saison. Bist du schon mal fremdgegangen? Nee, und du? Ja. Wieso ich? So was macht man doch nicht. Das macht man natürlich sehr. Nein. Und wenn man schöne Frau sieht, natürlich kann man das machen. Nee. Doch. Willst du jetzt bei uns arbeiten, ja oder nein? Ja. Ja. Und du wohnst alleine, ja? Nee. Nein. Aber wie kann es sein? Genau so stellt man sich sein Gespräch mit seinem Bankberater vor, oder nicht? Oh mein Gott. Also manchmal weiß ich wirklich nicht, was das am Telefon noch werden soll. Also klar ist hier natürlich schon, dass hier relativ klar ist, dass er wusste, wer da am Telefon ist und was das eigentlich für ein Gespräch wird. Naja, aber dem Anschein nach haben die wohl auch kein Interesse mehr großartig daran, Geld zu verdienen, sondern wollen einfach nur sich selbst bespaßen, ich weiß es nicht. Aber viel schlimmer ist noch, dass der Typ hier tatsächlich nochmal anruft. Hallo, Liv. Ja, hallo. Lililip hier. Lililip? Ja. Ihre Stimmen sind komplett anders heute. Nein. Doch. Nein. Gestern haben wir anders gesprochen. Nein. Doch. Nee. Ich wollte Ihre Stimme hören, weil wenn ich sie höre, dann geht mir besser. Ja? Ja. Gut. Wie geht's dir? Nein. Wie geht's dir? Ganz gut. Ganz gut? Mhm. Das freut mich sehr. Was hast du heute gemacht? Ich hatte erst Stuhlgang, dann habe ich die Wäsche gemacht, fürs Finanzamt war's fertig und jetzt bin ich am Computer und verteile Werbung. Im Computer? Mhm. Okay, das ist schön. Jetzt gehen Sie ganz schnell beim Google. Und dann? Und dann sage ich Ihnen, sind Sie beim Google? Mhm. Schreiben Sie dort, ah, wie Anton? Nee, ich schreibe kein Anydesk. Wieso nicht? Weil ich mir doch nicht von Kriminellen auf dem Computer gucken lasse. Ich bin kein Kriminell. Na klar. Ich bin ein Kriminell? Ja. Woher weißt du das? Ja, weil ihr illegal anruft. Wieso rufen wir illegal? Ja, ihr habt ja keine Anruferlaubnis. Wer hat das gesagt? Ja, das Gesetz in Deutschland. Woher wissen Sie, dass dieses Anruf nicht erlaubt ist? Habe ich doch gerade erklärt. Weil? Sagen Sie nochmal. Sie haben kein Double Opt-in. Das hat gar nichts damit zu tun. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Werbeanrufe sind in Deutschland verboten. Das ist keine Werbung. Doch. Und ich rufe Sie nicht für Werbung. Doch. Ich rufe Sie, weil... Nein, natürlich nicht. Doch. Ich rufe Sie von Bitcoin-Billionär. Ja, das spielt keine Rolle. Das ist trotzdem Werbung. Das ist Investitionen. Ja, das ist trotzdem Werbung. Rohstoffe, es bleibt Aktien. Trotzdem Werbung. Werbung ist... Wenn ich Ihnen irgendwas verkaufe. Richtig, und das oder tun Sie ja. Wenn ich Ihnen ein Angebot mache. Genau, das ich tun Sie ja. Ich verkaufe nicht. Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Willst du mich verarschen jetzt, nein, oder wie? Das ist ernst ich gemeint. Ich sage nein. Doch. Was habe ich zu verkaufen? Dann sag es mir, bitteschön. Ja, eure tolle Plattform. Investitionen sind trotzdem auch Werbung. Du hast selber die Anmeldung gemacht und die Konto erstellt. Ja, und? Deswegen melde ich mich bei dir. Ich ja, ist aber verboten. Ist aber verboten. Ich habe kein Double Opt-in gegeben. Wieso machen Sie dann die Anmeldung? Wieso machen Sie die Anmeldung, wenn Sie wissen, dass das verboten ist? Ja, weil ich weiß, dass dann Kriminelle anrufen und dann kann ich dafür sorgen, dass bei euch immer weniger Kunden dazukommen. Du kannst versorgen, dass es immer weniger Kunden bei uns kommen? Ja. Das war sehr lustig. Mhm. Und wirst du das schaffen? Ja. Ja. Natürlich. Natürlich hast du das. Ja, jetzt gerade aktuell ja auch gerade. Du erzählst ja mit mir und nicht und betrügst ja keinen anderen. Ey, Lilly. Hm. Du hast sehr schön angelogen. Ja. Du bist ein Lügner. Nee. Doch. Nein. Du bist ein Lügner. Nein. Und du bist ein Mann, nicht eine Frau, oder? Hab ich auch nicht gesagt. Bist du ein Mann oder eine Frau?
Das geht dich ja nichts an. Oder beides? Das geht dich auch nichts an. Du bist ein Vollidiot. Ja, kann sein. Bist du? Kann sein? Ja. Aber wer denkst du, wer du bist? Denkst du, dass du schlau bist? Ja. Du denkst, dass du schlau bist, ja? Ja, genau. Okay, so sieht es aus, dass du schlau bist. Aber ganz ehrlich, von deiner Stimme, von gestern bis heute, da ist viel passiert. Was hast du in deinen Mund gesteckt? Was hast du in deinen Mund gesteckt? Das erzähle ich dir nicht. Das geht mir nicht an? Genau. Sei ehrlich. Das geht dich nicht an. Wann warst du zum letzten Mal im Krankenhaus? Oh, das ist schon lange her. Schon lange, ja? Das kann ich nicht glauben. Ja? Wieso bist du draußen? So verrückte Leute wie du müssen im Krankenhaus sein. Sagt der Kriminelle am Telefon, der wirklich schizophren zu sein scheint, ne? Bitte? Du bist schizophren. Was bin ich? Schizophren. Bin ich? Ja, du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Echt? Ja, und wenig Intelligenz auch. Ich bin wenig intelligent? Ja. Ich habe deine Mutter gefickt. Genau, das können nur Menschen sagen mit nicht vorhandener Intelligenz. So meinst du? Ja. Du, aber mit Leuten wie du, dann natürlich bin ich nicht intelligent. Wieso soll ich meine Intelligenz zeigen? Ja, du hast ja keine. Wenn nicht vorhanden, kann man auch nichts zeigen. Echt? Ja. Und du bist intelligent? Ja. Du bist behindert. Was für intelligent bist du denn? Na, intelligenter als du. Weil du vertrödelst ja gerade wieder deine Zeit. Ich habe ein bisschen Spaß, also ich verbringe den Zeit, aber... Ja, wenn das dein Spaß ist, dann sieht man ja, wie intelligent du bist. Das hat gar nichts mit der Intelligenz zu tun, doch. Nein, das hat gar nichts mit der Intelligenz zu tun. Doch. Ich hatte nichts anderes zu tun und ich habe dich angerufen. Weil ich wusste, dass deine Stimme gestern war voll scheiße und auch früher war scheiße. Deswegen ruf ich dich an, weil du kannst jeden Tag nicht die gleiche Stimme haben, deswegen. Ja, aber währenddessen du mit mir telefonierst, verdiene ich ja Geld, aber du kein. Du verdienst Geld? Ja. Wie viel denn? Sag ich dir nicht. Wieso nicht? Ja, das geht dir doch nichts an. Wieso lügst du jeden Tag? Ja, mach ich ja nicht. Wieso lügst du? Was verdienst du bei Transparenz mit dem, was ich eigentlich verdiene? Was verdienst du bei diesen Lügen? Was verdienst du? Das sage ich dir ja als Kriminellen nicht. Ich bin kriminell, ja? Ja. Aber sind diese Leute, die nicht intelligent sind, diese Leute auch kriminell? Ja, wenn man nicht intelligent ist, wird man kriminell, richtig. Also wenn die Leute nicht intelligent sind, dann sind kriminell? Ja. Wow. Das ist schlau von dir, du Vollidiot. Ja. Was ist das für eine Ausrede? Wenn die Leute nicht intelligent sind, dann sind kriminell. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sagt er. Ja. Geh ins Krankenhaus. Geh schnell ins Krankenhaus. Ja, das sagt doch die Kakerlake am Telefon. Bitte? Du bist eine Kakerlake, Abschaum. Okay. Du bist voll Idiot, auf jeden Fall. Ja, und du bescheißt die Leute und das ist ekelhaft, sowas macht man nicht. Du bist voll Idiot, Flip. Behindert auch. Ja, also ich hab's nett probiert, aber ihr habt ja gesehen, was draus geworden ist. Nix. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl von weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.